Heute nehme ich euch mit in die Royal Banquet Hall. Hallo meine Lieben, schon wieder eingeschaltet zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal aus dem Disneyland Hotel. Und heute sind wir zum Mittagessen in der Royal Banquet Hall. Und ich zeige euch, was es hier gibt. Es ist ein Buffet-Restaurant im Disneyland Hotel. Und man kann auch Charaktere treffen. Das alles später. Wir gehen erstmal rein und schauen, wo wir sitzen werden. Das ist unser Tisch hier in der Royal Banquet Hall. Wir haben heute Morgen beim Frühstück angefragt, ob wir hier in diesem Raum sitzen können. Weil man das Schloss im Hintergrund sieht, die Main Street, den Bahnhof, ich zeig's euch gleich. So schön. Ja. Ich sehe schon Minnie und Daisy und so, aber dazu sage ich gleich auch noch was. Sind immer vier Charaktere, glaube ich zumindest, weil gestern Abend saßen wir in der Bar und haben Mickey, Minnie, Pluto und Goofy gesehen. Und jetzt Donald, Daisy, Mickey und Minnie. Also ich denke, es sind immer vier Charaktere, die natürlich wechseln. Aber ich denke, Mickey und Minnie sind immer hier dabei. Ja, aber Mie sieht so schön aus, zeige ich euch jetzt gleich. Da es natürlich ein Buffet-Restaurant ist, gibt es keine Menükarte, aber es gibt eine Getränkekarte. Und ja, hier könnt ihr auch den Birthday Cake auch noch bestellen. Ah, guck mal, da ist er. Whiskys und Cognacs und Wein und Cocktails und alles, was ihr euch... Champagner, Cocktails, wie gesagt, Signature Drinks gibt es hier auch. Ja, kann man hier bestellen. Oh, merci. Hi, Minnie. How are you? Oh, you look so beautiful. Nice to see you. I love your dress. It's so shiny and your crown. Thank you. Yeah, it's so beautiful. Nice to see you here in this new hotel, right? Let's have a picture. Yes? We are having blue, but your dress is also very nice. And your crown, very sparkly and so huge. Bigger than Minnie's, right? You are the fashion queen. You are the fashion queen. Yes, so beautiful. Donald is not a fashion queen, but you chose this dress, right? It's all right. You are more the fashion queen, obviously. Yes. You are always dressed very, very beautiful. So let's have a picture. Yeah? Your outfit, it's so beautiful. Daisy said she's chosen it for you. Because Daisy is the fashion queen, right? Yeah, it's beautiful. And we are matching, same color. Yes? Love you. Number one, always number one. We kiss there, but don't tell her. So, let's have a picture. Also, wir haben noch nichts gegessen. Bisher jetzt kamen Daisy, Donald und Minnie. Mickey, die machen kurz Päuschen. Und aktuell ist das Licht hier extrem gut. Draußen scheint die Sonne. Wir haben die Fotos in die Richtung gemacht. Das heißt, wir wurden schön angeleuchtet und so. Ich habe gehört von jemandem, der gestern Abend hier war, dass die Bilder abends ein bisschen dunkler natürlich sind. Gleich gehen wir uns was zu essen holen, aber ich habe gefragt, wir haben genug Zeit und so, wir müssen uns nichts hexen. Und wie gesagt, Mickey fehlt noch, aber der kommt gleich wieder. Ja, gerne zeige ich euch das Restaurant hier ein bisschen. Es gibt hier einen Raum, so sehen die Tische aus. Wie gesagt, Ausblick auf das Schloss, auf die Main Street, mega schön. Hier ist das Buffet mit den Bildern, die zeige ich euch gleich auch noch, mit Musik untertitelt. Hier ist die Bar und hier haben wir noch einen weiteren Raum, wo man dann auch essen kann. Und wir sitzen aber in einem anderen Raum, der auch sehr schön ist. Ja, hier habt ihr einen Raum mit den tierischen Freunden der Prinzessinnen. Auch sehr schön. Und wie gesagt, das Buffet zeige ich euch jetzt. Fangen wir an hier mit den Vorspeisen. Wir haben... sind das Wachteleier? Ich glaube, das sind Wachteleier. Wir haben grünen Spargel, sehe ich. Also ich kann das nicht alles vorlesen. Wir haben Linsensalat. Hier lilanen Blumenkohl. Wir haben einen Serrano-Schinken am Stück. Wir haben verschiedene Aufschnitte hier.
nochmal Dips mit Gemüsesticks. Wir haben auch nochmal verschiedene Salate, so Antipasti und ja, verschiedene Öle, die man oder Dressing, die man drauf machen kann. Hier haben wir einmal eine Tahini-Soße mit Falafel da hinten. Also es gibt auch vegane und vegetarische Optionen. Hier haben wir Fisch, Sushi, das ist Chicken. Und da oben das Gemüse, das ist auch nochmal ein Wok. Hier haben wir Mac and Cheese. Wir haben, was haben wir hier? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was es ist. Wheel, Kalb. Dann haben wir hier nochmal Pulé, also Chicken. Wir haben Quinoa. Da haben wir oben eine Duck Pie, also eine Entenpie. Wir haben, sieht aus wie Kartoffelpüree, eher Mashed Potatoes mit Olivenöl. Wir haben Fisch, wir haben Ravioli-Trüffel. Oh, den muss ich mir gleich holen. Wir haben Safranreis, wir haben Bulgur, wir haben Mickey-shaped Kroketten. Dann kommen wir zum Fischbuffet, was echt, ich weiß gar nicht, was alles ist. Das sind, glaube ich, Hummerzangen. Sind das? Oh Gott. Austern haben wir hier, wir haben Garnelen, wir haben Schnecken, wir haben Shrimps. Wir haben, ich weiß es nicht, ach du Gott, wir haben Langusten, also ich mag sowas essen, aber das Poolen muss jetzt nett sein. Wir haben natürlich verschiedene Soßen dazu, auch den Lachs von heute Morgen, der extrem lecker war vom Frühstück. Wir haben hier nochmal Muscheln und was haben wir hier, Smoked Halibut. Wir haben, wie heißen die denn, Sardellen und hier nochmal diese Zangen. Also ich bin ja ein großer Seafood-Fan, aber dieses Gepule, muss ich sagen, habe ich jetzt nicht so Lust drauf. Aber es ist schon sehr heftig, also was hier im Buffet aufgefahren wird. Hi, Mickey! See you later on my table. I'm filming the buffet and see you. Oh, you like my dress? Thank you so much. Yeah, see you later on the table, right? Thank you. Ja, hier haben wir Donald. Und ja, hier haben wir noch Käse, wir haben das Dessertbuffet, wir haben eine Nuss-Tarte, glaube ich. Wir haben Macarons mit dem Prinzessinnen-Logo, mit der Krone. Wir haben ein Litchi, glaube ich, Litchi-Dessert. Also wir haben ganz viele Sachen. Wir haben aber noch, also hier haben wir noch, ich weiß gar nicht, was das alles ist. Werde ich gleich mal testen. Wir haben hier, glaube ich, das ist eine Zitronentarte. Dann haben wir hier einen Kuchen. Ich glaube, das ist der Geburtstagskuchen, den man auch abends bekommt. Eine der Varianten. Und da haben wir einmal ein Cinderella-Dessert, was passend zu meinem Outfit heute ist. Wie süß ist das bitte? Und dann haben wir hier auch nochmal ein royales Dessert. Das sieht auch sehr schön aus. Und ja, nochmal Macarons und hier so Gummifrüchte, Obst und ja, sehr viel. Ja, also ich habe mich jetzt zur Vorspeise hier für diesen Lachs, was auch immer, Salat entschieden. Ein bisschen Antipasti und ich will unbedingt schon mal die Trüffel-Ravioli probieren. Ja, es ist gerade extrem ruhig, es ist überhaupt nicht voll. Mickey fehlt noch, aber der kommt bestimmt gleich. Die laufen nicht ständig rum, die Charaktere. Also da oben ist übrigens der Castle Club, ob ich da jemals übernachten werde. Hi, Mickey. How are you today? Can I have a hug? Love your royal outfit. It's beautiful. Minnie made it. You like mine as well? Who made it? Minnie? Minnie made your outfit? Yes? Yeah. It's beautiful. I told her already. Yes. Very royal. Matching this beautiful hotel, right? Yeah. So let's have a picture. Yeah? Can I have a hug picture? Vorspeise fand ich sehr gut. Jetzt habe ich auch von allem etwas und die Charaktere. Also ich bin jetzt gerade. Ich muss gleich ein Video einblenden. Das habe ich leider nur in Hochkant. Ich habe Mickey gefragt, was denn für seine Lieblingsprinzessin ist. Und er hat es versucht zu zeigen. Wir haben es aber nicht erraten. Dann ist er mit mir gegangen. Ich dachte, er wollte mir ein Bild zeigen. Aber wir sind dann zu Minnie gegangen. Oh, so süß. Zeige ich euch in Hochkant. Habe ich leider nur in Hochkant. Dessert fand ich sehr gut. Dessert.
Vorspeise. Ich bin schon ganz verwirrt vor lauter Aufregung. Die Charaktere laufen noch immer hier nochmal durch und sagen nochmal Hallo und so. Und jetzt habe ich von allem etwas probiert. Ein bisschen Hähnchen, Fisch, Gemüse, Shrimp, Kartoffeln, Ravioli. Ah, your favorite princess is Minnie. Of course. Aww. He came all the way from the other room to say that you are his favorite princess. Because I asked him, which is your favorite princess? And it's you. Ah, qué guapos. Thank you. I just love your hair. Thank you so much. Ah, Daisy, fashion queen. Beautiful. Beauty shooting. Yeah, the boys loved you, right? Donald would be jealous. We don't tell him. He was not around, so he has seen it. So we will out of the window. Oh, thank you so much. We love you. Bye. Oh. Oh. But Daisy always steals her plush, not yours. So now you bring that to Mickey and tell him to bring it back. So cute. Number one, yes. Number one, always. Thank you, Donald. Hier seht ihr jetzt mal unsere Aussicht. Bahnhof. Ah, der Zug steht auch gerade da. Und da hinten das Schloss.
so schön. Als wenn ihr die Möglichkeit habt, schaut in der App nach, wann der Park schließt und reserviert euch einen Tisch für eine halbe Stunde vorher. Dann könnt ihr nämlich das Feuerwerk und die Drohnenshow sehen aus dem Restaurant. Zeit für Dessert. Ich habe mich für Tianas Beignet, heißt sie so? Beignet entschieden. Dann haben wir einmal Colors of the Wind von Pocahontas Dessert. Drei verschiedene Sorten. Ich habe mich, glaube ich, für Aprikose entschieden. Dann diese Cinderella-Kürbisse. Einmal hier diese Tarte der Krone und ein Kronmakaron. Wir haben gefragt, ob wir hier den Cappuccino mit dem Disneyland Hotel bekommen. Den gibt es eigentlich im Castle Club, so, oder ist das nochmal ein anderes Design? Ich kann mich jetzt nicht mehr dran erinnern. Den gibt es nur in der Bar. So. In der Bar? Okay. Also wir haben uns nur gefragt und er hat uns netterweise es so gebracht. Aber es gibt, glaube ich, noch ein Design, oder? Castle Club hat nochmal ein anderes Design. Ja, Castle Club hat eine Prinzessin, glaube ich. Okay. Habe ich gestern irgendwas gesehen mit einer Prinzessin. Das ist auf jeden Fall sehr schön. Gestatterin Elvie Lumière. Ja, mit Aussicht. Und wir sind fast. Wir sind fast hier. Wir sind nur noch die Einzigen hier in diesem Raum. Ist keiner mehr. Unsere royale Experience hier in der Royal Banquet Hall ist leider auch schon wieder zu Ende. Alles neigt sich irgendwann dem Ende. Aber wir werden auf jeden Fall. Also, ihr kommt auf jeden Fall Ende März wieder. Da bin ich leider nicht dabei. Da bin ich bei Disney on Ice, aber die Mädels gönnen sich das hier. Brina ist da auch dabei. Ja, was essen? Also Lumière ist natürlich von der Experience nochmal besser und auch mit den Charakteren und so. Aber hier muss man auch sagen, wieder die Castmember, alle super lieb. Der Service ist wieder mega. Die Charaktere sind auch öfter vorbeigekommen und haben auch Spaß gemacht und sind nicht so wie zum Beispiel jetzt im Plaza Gardens, finde ich, ist das immer so. Schnell, 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 Foto, ein Foto, Autogramm vielleicht noch und dann geht's zum nächsten Tisch. Hier nehmen sich die Charaktere wirklich Zeit, kommen von Tisch zu Tisch und ja, das Essen muss man mögen mit dem vielen Seafood. Ist ja ähnlich wie jetzt fast in der Brasserie Rosalie, aber ich fand für jeden ist was dabei, was Veganes, was Vegetarisches. Hier wird man auf jeden Fall satt. Die Aussicht hier, vor allem, wie gesagt, wenn ihr abends mal buchen möchtet, schaut euch in dem Kalender an, wann der Park schließt. Bucht euch vielleicht eine halbe oder eine Stunde vorher hier ein. Und dann könnt ihr die Drohnenshow und das Feuerwerk hier aus dieser super schönen Aussicht genießen. Und ja, es lohnt sich auf jeden Fall. Ja, ich hoffe, das Video hier auch aus der Royal Banquet Hall hat euch gefallen. Ich habe den Preis euch gar nicht gesagt. Ich weiß gar nicht, was es kosten würde. 100 Euro, genau. Es kostet 100 Euro pro Person inklusive einem Softgetränk und ihr könnt auch als Disney-Hotelgast euch hier einen Tisch reservieren, aber nur für mittags. Abends nicht, aber nur für mittags. Am besten dann über die App oder über die Hotline anfragen. Ja, so könnt ihr hier auch essen. Im Lumière ist es aktuell nur für Disneyland-Hotelgäste, aber nicht für andere Disney-Hotelgäste. Hier, wie gesagt, mittags auch für andere Disney-Hotelgäste, aber nur mittags. Dieses Disney und Disneyland und Disneyland Paris und so, es verwirrt mich immer. Aber ich hoffe, ihr habt es verstanden. Ansonsten schreibt gerne eure Fragen unten in die Kommentare. Wie gesagt, 100 Euro pro Person. Aber auch der Jahreskartenrabatt wird hier auf jeden Fall angewendet. Das hatten wir auch vorher dazu gebucht und er wurde auch automatisch direkt abgezogen. Ja, das waren alle Informationen, die ich mit euch teilen konnte. Ich hoffe, es... Sie hat noch eine Info, ja bitte? Ich habe gerade gefragt, wie die Räume heißen, weil du gesagt hast, man soll fragen, um hier einen Sitz zu bekommen abends. Also der hier heißt Prolog. Prolog, wo wir sitzen. Prolog. Wegen den Prinzessinnen mit ihren Eltern. Ah, okay. Dann hast du den mit den Villains, der heißt Anti-Charm. Ja, der Miniraum daneben, ne? Ja. Anti-Charm, okay. Dann hast du, wo das Buffet ist, der heißt Chefs Buffet. Chefs Buffet. Und der mit den Pferden heißt Karussell. Karussell. So, danke. Gerne. Wisst ihr das jetzt auch, wenn ihr bis zum Ende da geblieben seid? Wisst ihr das jetzt? Also, ich würde euch Prolog empfehlen, oder? Ja. Prolog. Könnt ihr auf jeden Fall auch bei der Reservierung angeben oder in der Hotline anfragen, dass sie das bitte in den Notizen reinschreiben möchten, sollen, dass ihr bitte im Prolog sitzen möchtet, am Fenster. Haben wir heute Morgen auch gefragt beim Frühstück und die haben es uns ermöglicht. Also, es geht, wenn man nett fragt. Ja, das war mein Video hier zu Royal Banquet Hall. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder.